Auf Instant Gaming könnt ihr Spiele von unterschiedlichen Plattformen zu ihren besten Preisen kaufen. Egal ob PlayStation, Xbox, Switch oder die ganzen anderen PC-Publisher, wie zum Beispiel Steam oder GOG.com. Aber auch alte Konsolengames werden dort angeboten, sowie auch Geschenkkarten wie zum Beispiel Xbox Live oder PS Plus. Schnelle Lieferung, einwandfreier Support und natürlich beste Preise. Bewertet von Trustpilot mit hervorragend. Weitere Info und Link dazu in der Videobeschreibung. Guten Morgen, Night City! Das Ergebnis der gestrigen Leichenlotterie, eine solide 30. 10 davon aus Haywood. Geht doch nichts über Gangkriege. Dazu ein toter Polizist. Also seid ihr alle sowas von im Arsch. Sowas nimmt das NCPD persönlich. Während in Santo Domingo erneut Stromausfall herrscht, Netrunner zerballern mal wieder wie üblich das Stromnetz. In Westbrook kratzt Traumateam unterdessen die Überreste von Cyberpsycho-Opfern vom Asphalt. Und in Pacifica! Naja, Pacifica ist eben Pacifica. So viel erst einmal von mir, eurem Stan. Genießt euren Tag in der Stadt der Träume! Und damit herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. Wir hacken uns rein. Ich zeige euch ganz kurz die Einstellung, und zwar hier. Die Nacktheit ist zensiert, was natürlich gut ist für YouTube, weil YouTube das nicht gerne sieht. Sowie auch ich glaube im Sound die urheberrechtliche geschützte Musik deaktivieren. Muss ich halt machen wegen YouTube. Aber jetzt nochmal herzlich willkommen zu Cyberpunk 2077. Wir beginnen ein neues Spiel. Okay, wir können uns jetzt erstmal hier entscheiden. Einfach, die perfekte Option für Spieler, die sich entspannen und einfach die Geschichte genießen möchten. Kämpfe sind keine Herausforderung. Gegner stehen alle Mittel zur Verfügung, um die etwas entgegenzustellen. Ja, aber in der Regel stehen nur hochstufige Gegner eine echte Herausforderung. Ich sehe gerade. Doch ein bisschen Angst. So müsste besser sein. Gut. Dann schwer. Kämpfe stellen eine ernsthafte Herausforderung dar. Der wirksame Einsatz von Vorteilen, Cyberware, Kämpfe, Gadgets und anderen Verbrauchsgütern ist zum Überleben unbedingt notwendig. Sehr schwer. Mach dich bereit für eine extreme Herausforderung. Nur mit wohlüberlegter Charakterentwicklung und dem geschickten Einsatz von Items, Spielmechaniken und der Umgebung kann wie auf den Straßen von Night City überleben. Wir wählen aber den Nummer. Oder schwer? Nee, lassen wir mal den allen. Ah ja, hier können wir uns entscheiden. Nomade, du wirst durch die Badlands gezogen, das Schrottplätze und Treibstoff geplündert. Das Leben außerhalb der Stadt ist kein einfaches. Aber es hat auch Vorteile, einen Nomadenplan zu führen. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheitsleben. Werte, die man in Night City selten findet und die niemand kaufen kann. Gelten hier viel. Street Kids. Es heißt, wer die Straßen von Night City verstehen will, muss in ihnen leben. Du bist mit Gangs, Fixern, Puppen und Dealern aufgewachsen. Das Gesetz des Dschungels verlangt, dass die Schwachen den Starken dienen. Das einzige Gesetz, das du in Night City noch nicht gebrochen hast. Konzerner. Aus der Konzernwelt kommen nur wenige lebend wieder heraus. Und noch weniger behalten dabei ihre Seele. Du warst mittendrin, hast Gesetze umgangen, Geheimnisse ausgenutzt und Informationen als Waffe eingesetzt. Fairness gibt es nicht, nur Gewinner und Verlierer. Ja, das ist also so firmenkorruptionsmäßig, das ist so, so ein bisschen Ghetto-like irgendwie.
Und das ist so alles, was outside. Ja, das sieht schon geil aus. Also wir müssen uns entscheiden zwischen einer Story, so wie ich das richtig verstehe. Das habe ich schon bei anderen YouTubern gesehen, dass die meisten das gewählt haben. Genau wie das hier. Aber das hat irgendwie noch keinen. Und deswegen nehmen wir, denke ich mal, einfach das. Obwohl, das ist so das Klassische, ne? Das ist schwierig. Ich würde gerne Night City halt erleben, ne? Ich wüsste halt nicht gerne, Leuchtkohle, das hier unten steht. Die Daten, die Sie über ein NCRD-Terminal eingeben, werden nur für den entsprechenden Zweck Ihrer Eingabe verwendet. Aha, okay, cool. Ich finde das jetzt schon geil. Wies Lebensweg. Ah ja, wähle wie Wies in eigener Hand und die Handlungen werden sich je nach gewähltem Lebensweg unterscheiden. Okay. Aber ich will halt in die Night City. Also, das sieht mir halt, der Hintergrund hiervon sieht mir leider nicht so aus wie die Night City. Hier ist, das ist die richtige Night City. Und das ist, Night City Konzerngebiet oder so. Ich habe keine Ahnung, was ich wählen soll. Ich wäre irgendwie gerne hier. Leben. Und das ist halt Konzern. Nomade. In Badlands gezogen. Leben außerhalb der Stadt. Das ist es außerhalb der Stadt. Ehrlichkeit, Vertrauen und Freiheit. Wir gucken uns mal die Vorschau an nochmal. Das Auto, ja. Da hinten ist Night City. Die machen da was am Auto. Ich hab keine Ahnung. Ich hab absolut keine Ahnung. Ich würde, glaube ich, doch dann normal sein. Wir spielen Frau. Ich spiele immer Frauen. Hier gibt's Voreingestellte. Yo. Okay. Den kann ich drehen. Mit Q und E. Okay. Was ist das hier? Ah, das ist einfach Zufall. Yo. Kann ich mir auch selber eins erstellen? Die fand ich eigentlich gar nicht so schlecht. Stimmlage. Ich bin W. Ich bin wie? Ja, okay. Ich bin natürlich feminin. Hautfarbe. Gut. Okay, man kann hier alles ändern. Ich hätte gern so ein. Ja. Sowas. Das ist doch in Ordnung. Hauttyp. Was ist denn Haut? Ach so, Hauttyp heißt, ich habe irgendwie Flecken oder so. Frisur. Ja, komm. Gucken wir mal die. Warte. Q und E. Ja. Ah, das ist so eine Outlander-Frisur. Nee. Nee. Jo. Jetzt sehe ich gar nichts mehr. Ja, okay. Ich drehe die extra, damit ich alles sehen kann. Ach, das gefiel mir schon. Das ist halt die Frisur, nur ein bisschen kürzer. Ich fand die eine Frisur da schon gar nicht so schlecht. Also die da vorgegeben war. Okay. Finde ich auch irgendwie cool. Na, warte. Ist das die? Die feiere ich irgendwie. Aber hier ist die andersrum, oder? Ach, das ist gespiegelt. Okay. Ja, die finde ich gar nicht so schlecht. Wie viele Frisuren gibt es denn? Ich möchte mal alle zeigen kurz. Gott. Ne. Zöpfe. Alter, wie viele Frisuren gibt es? Es gibt 40. Ah, das ist die.
Ich will aber die eine wieder haben, glaube ich. Die andere waren. Die waren ein bisschen kürzer, glaube ich. Moment, wo ist sie denn? Ja, müsste jetzt. Jetzt da. Die ist ein bisschen kürzer als die andere, stimmt. Das hier? Oder auch nicht. Wenn ich mir das so recht überlege, ist das mir doch lieber, wenn das ein bisschen länger ist. Es ist zwar genau die gleiche Frisur, aber das gefällt mir wesentlich besser. Hautfarbe. Haarfarbe. Okay. Blau. Und blau-rot. Ja. Warum springt der nach oben? Grün. Ja, das ist irgendwie so. Das würde ich irgendwie feiern, tatsächlich. Das finde ich auch cool, dieses. Hilfe. Das springt immer nach oben, wenn ich Q und E drücke und dann die Maus auch gleichzeitig drücke. Ja, schwarz ist zu klassisch. Wir müssen irgendwas Cooles, Punkiges haben. Aber ich kann mich nicht entscheiden. Moment. Ich habe keine Ahnung, wie viele Farben es gibt. Es sieht nach sehr viel aus. Das ist so eine Farbe, die ich nehmen würde. Kann man nicht hier irgendwie so eine. Ja. Gut. Ich will irgendwie sowas auf jeden Fall haben. Sowas lila, sowas halt zu Night City passt. Dann würde ich das nehmen, oder? Gefällt mir schon sehr gut. Okay, Augen. Kann ich da auch wieder wählen? Nein. Das sieht gut aus. Augenfarbe, da können wir auch wieder wählen. Ach du. Ach. Okay, ja, Spinne. Ein X. Einen roten Kreis. Oh, das finde ich natürlich nicht schlecht. Ein Herz. Oh. Sowas finde ich cool. Das finde ich cool. Was ist das? Ja, okay, das ist so. Ich würde es auch feiern, so. So knallrote Augen. Das heißt, ich habe dann viel geweint, wahrscheinlich. Ein roter Kreis. Nee, ich feiere das hier irgendwie sehr hart. Diese weißen Augen. Ja, das ist noch besser. Aber das feiere ich irgendwie mehr. So, das ist natürlich hier. Alles sehr wichtig, was wir hier tun. Ja, doch. Ich feiere dieses technische Augenbrauen. Ich kann die Augenbrauen noch mal ändern. Okay. Ja. Oh. Ach, warte. Ach, mit D und kann ich auch ändern. Ach so, ich muss da drauf bleiben. Okay, ich muss hier bleiben, dann kann ich A und D. Keine Ahnung, ich will endlich anfangen eigentlich. Okay, es gibt auch gar nicht so viele. Nicht einfach das. Das sieht so böse aus. Ich möchte nicht böse aussehen. Nein. Ich weiß es nicht. Keine Augenbrauen. Wie, was hatten wir vorher? 7 oder so, ne? Ja, dann lassen wir 7. Augenbrauenfarben. Ja, ist ja sehr einfach. Oder? Ne, vielleicht ist hier schwarz doch angebracht. Grün, rot. Oh. Rot passt eigentlich ziemlich gut. So. Oder? Ne, ich bin schwarz. Nase lasse ich so. Mund ist auch top. Oder gibt es noch irgendwas anderes? Yeah! Hey! Das sieht voll gut aus. Der lächelt sich so ein bisschen, ne? Nummer 4 merken wir uns.
Nummer 7 hat das aber auch. Aber nur in die andere Richtung. Obwohl ich das besser finde, oder? 7 finde ich schon besser. Das ist echt schwer, das einzuschätzen, was, wie man was machen muss. Das ist so ein bisschen misstrauisch, oder? Bleib mal bei 7, glaube ich. Das fand ich schon cool. Weil sie so, so ein bisschen so den Winkel hier nach oben gerichtet. Guck, die geht ein bisschen hier hoch. Bei der 4 war das viel besser. Guck da, da geht der viel weiter nach da. Ich hätte den hier gespiegelt gerne. Den Mund. Überhaupt 16, 17, 18, 19. Alter, wie viele über 20 Münder gibt es? So, wir bleiben mal bei 8, 7. Ne, das sind Augenbrauen, hä? Bin ich auf die falsche Dings gekommen, lol. Ich brauche immer sehr lange für Kiefer, ja, lass ich. Ohren sind auch wunderschön. Ja. Cyberware. Ach, das sind diese Dinger. Okay. Ah, okay. Weil das ja. Okay, ja, ich verstehe. Aus. Nö, ich fand das eigentlich in Ordnung. Der Rest. Ja, das finde ich auch noch cool, aber bleib beim 1. Das fand ich eigentlich in Ordnung. Narben brauchen wir eigentlich nicht. Ja, nee. Tattoos gucken wir mal. Ein Strichcode. Das finde ich auch irgendwie lustig. Aber lass dich auch mal aus. Piercings. Ach, das ist das an den Ohren. Das finde ich eigentlich in Ordnung. Kann bleiben. Piercingfarbe silbern. Kann auch bleiben. Zähne, ja, ist alles toll. Make-up, Augen. Nee, nee, brauchen wir nicht. Make-up, Lippen. Brauchen wir auch nicht. Alter, wie viel kann man hier einstellen? Schönheitsfilter. Nicht Schönheitsfehler. Nö, ich möchte clean bitte bleiben. Obwohl so ein paar... Was ist das eigentlich in der Mitte? Sind das Sommersprossen? Okay, hier kann man den Körper einstellen. Kann man irgendwo Sommersprossen ausstellen? Ich bin nicht so der Freund von Sommersprossen. Hier geht es irgendwie weiter runter und da ist nichts. Tattoos, Narben. Okay. Nagelfarbe. Das zeigt auch... Nee, ich will... Wenn dann... Das muss natürlich zu mir passen. Lila? Nee. Schwarz. Ich hätte gern so ein. Hey, das ist cool. Das nehme ich. Tattoos, Körper. Ach, Körper. Lol. Alter, das habe ich schon irgendwo mal gesehen. Das hat schon jede, so eine Frau hat das geschafft. So ein Ganzkörper-Tattoo. Sieht so ähnlich aus. Narben am Körper. Yo. Nö, ich würde sagen, so ist in Ordnung, oder? Ich finde es eigentlich ganz in Ordnung. Okay, weiter. Attribute anpassen. Wähle die Hauptattribute, mit denen du anfangen möchtest. Jedes Attribut umfasst mehrere Fähigkeiten. Sowohl Attribute als auch Fertigkeiten gewähren dir abhängig von deinem Spielstil unterschiedliche Boni. Das Level einer Fertigkeit steigt durch das Ausführen von für sie relevanten Handlungen.
Das Level einer Fertigkeit kann maximal auf das Level des Attributs, dem sie untergeordnet ist, gesteigert werden. Okay, Konstitution haben wir hier. Deine Konstitution bestimmt deine körperliche Kraft. Mögliche Türen gemeinsam zu öffnen, außerdem bedeutet jedes Level Konstitution ab Level 3. Zusätzliche Gewinn, Ausdauer, Schaden mit Fäusten, Nahkampf, Bewegungsabzug, Dauer, die du einen Gegner packen kannst. Ja, machen wir mal auf 4. Intelligenz finde ich immer sehr wichtig. Mache ich direkt auf 5. Obwohl ich nicht weiß, was es bringt. Deine Intelligenz bestimmt die Kompetenz als Netrunner. Jedes Level von Cyberdeck, Speicherkapazität, Schaden von Quickhacks und Dauer von Quickhacks. Ja, Intelligenz finde ich eigentlich immer sehr, sehr wichtig, weil ich bin so ein Fallout-Typ. Ne? Intelligenz fürs Hacken und ne? Reflexe. Passives Ausweichen, kritische Trefferchance finde ich eigentlich schon gut. Mantis-Klingen. Was ist denn Mantis-Klingen? Könnte irgendwie bestimmt eine Beweglichkeit. Ja, machen wir mal auf 4. Wir hatten 7 Punkte, glaube ich. Wir können auch 3 versetzen. Technische Fähigkeiten. Bestimmt ein technisches Können, sie erlaubt, die Türen aufzuschließen. Tischwaffen. Jedes Level erhöht deine Panzerung. Ich auch direkt auf 5. Ein cooles, wahrscheinlich dann 1. Ein cooles bestimmt deine Widerstandskraft, Selbstbeherrschung, Effektivität im Stealth-Modus. Jedes Level cooles bedeutet kritischer Schaden um 2 erhöht. Alle Resistenzen um 1 erhöht. Schaden im Stealth-Modus erhöht. Ich bin ja sehr stealthy. Da muss ich die Intelligenz aufgrund der Stealthy runtermachen. Das finde ich so gut. Ich lasse das mal so. Ich würde sagen, damit starten wir. Warte. Biomotor-Konsole. Abgeschlossen. Alias V. Charakterinte und Nomade. Du bist. Ah, das ist das nochmal. Hier sind nochmal die Sachen. Ah, das ist unser Pass so gesehen. Bestätigen wir das einfach mal, ne? Oh, jetzt geht's los.